So Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Dark Souls 2. Ja, wir hatten letztens ein paar kleine Probleme hier in dem Turm gehabt. Diese komischen, weiß nicht, was das für Viecher sind, ob da Geister sind oder irgendwas. Auf jeden Fall haben die ganz schön Ärger gemacht, auf jeden Fall. Also hier unten. So, das hatten wir ja letztens geöffnet hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt hier lang laufe oder ob ich jetzt woanders erstmal lang laufe. Weil wir hatten ja in dem Turm noch ein paar andere Wege gefunden. Ich glaube, ich laufe erstmal hier oben lang, bevor wir jetzt diese blöden Zwerge nochmal töten da. So. Und zwar muss ich selber erstmal überlegen, wo wir hin müssen. Da unten ging es zu den Wächtern. Da waren wir fertig. Die ich halt nicht ganz beim ersten Mal tot gemacht habe, aber dann halt beim, ich glaube, beim fünften Mal oder so. Okay. Hier sollte man ein bisschen aufpassen, weil denen seine blöden Pyromanen-Angriffe, die machen ganz schön Schaden auf jeden Fall. Also da solltet ihr ein bisschen Acht geben auf jeden Fall. So, ich gucke wie gesagt erstmal hier, weil hier gibt es noch ein paar Kleinigkeiten zu finden. Hab ich letztens noch nicht alles gefunden. Und tschüss. Sehr schön, ne? Das klappt wie am Schnürchen jetzt hier. So, ich glaube hier hinten auf dem Dach war noch ein Item, das wollte ich unbedingt noch haben. Mal wieder zum Bogen wechseln, weil hier unten die Idioten hier stehen. Nicht, dass ich hier runterfalle und dann sterbe. Oh Mann. Ich hab letztens noch ein bisschen mit meinem Zauberer weitergespielt, da ging das deutlich schneller alles. So. Wie viele Pfeile? 163. Oh, muss ich auch mal wieder ein paar kaufen. Zum Glück hat er unendlich viele. So, Nummer 2 tot. Ich glaube, hier unten war noch einer. Gucken, ob ich den erwische hier. Ich glaube nicht. Ne, den erwische ich glaube ich nicht von hier. Auf jeden Fall will ich hier nicht runterfallen, weil, wie gesagt, wir müssen auf die andere Seite von dem Dach jetzt hier. Da müssen wir auf dieses Brett, glaube ich, drauf. Hier hatte ich das letztens. Ich glaube, von hier hatte ich das gemacht letztens. So, und mein Hund kommt gerade wieder. Ja. Anlauf nehmen. Oh, perfekt. So. Ich glaube hier oben, ich bin schon mal hier hoch, also ich glaube das war eine Abkürzung in den Raum wieder, wo die ganzen Trottel standen, genau hier um die Ecke, ne, da müssen wir jetzt nicht hin. Ich habe keine Lust jetzt die Idioten zu besiegen hier. So, also die Hunde noch tot machen hier, weil hier sind glaube ich noch welche. Ah, der ist weggerannt schon, naja, das muss ich im Nahkampf machen. Wo ist der Idiot? Ah, hier hinten, irgendwo hinter mir, ja, hier. Ah. Zum Glück sind die schwach. Ich dachte eigentlich, hier wären 4 Hunde gewesen, aber naja, gut, okay. So, auf jeden Fall können wir hier hinten noch lang. Hier ist noch so ein blöder Ritter. Komm, au. Oh Gott. Eigentlich wollte ich den backstabben, aber der hat ja so schnell reagiert jetzt. Naja. Da hinten, das lasse ich mal un... Ja, oder töte ich die? Ne, ich lasse lieber. Ich selber erstmal kurz gucken. Ah, oh, Mann, wie ging das letztens hier? Ah, hier hinten, diese Wand hier. Ich habe mich letztens noch ein Estus-Dings gefunden, so eine Estus-Scherbe. Hier sollten wir übrigens auch ein bisschen aufpassen, weil, ja, das Vieh da hinten. Ah, kommt schon, Gott sei Dank. Komm her. Ja, dieser Trottel da oben ist letztens da runtergesprungen. Oh, Mann, was mache ich heute? Kein Bock jetzt zu sterben. Oh Gott. Nein. Oh Gott, das war knapp. So, wenn wir so ein Estus-Ding nehmen hier. Dafür sind sie ja da. Also ich habe noch ein paar Kleinigkeiten, hatte ich letztens noch gefunden, aber... Oh Mann, ist das eine... Echt kurze Reichweite, diese Waffe hier, muss ich sagen. Also man muss da wirklich direkt an den Gegner rangehen. Ansonsten sieht es schlecht aus hier. So, wir können auch diese Gerüste noch einreißen hier. Und dann eine Leiche runtergefallen. Brauchen wir allerdings wahrscheinlich nicht diesen Köder. Und hier hinten, wie gesagt, um das Beste zu stören. Hier hatte ich nämlich letztens noch einen kleinen Gang gefunden. Und ich glaube, hier ist die Estus-Scherbe drin gewesen. Ja, hier in der Kiste. Hinten seht ihr auch das Feuer, wo wir letztens waren. Mit dem Schmied, glaube ich. So, hier ist die Scherbe und eine große Titanite-Scherbe. Die brauchen wir auf jeden Fall auch noch, um unseren Hammer ein bisschen zu verbessern. Ja,
Also ihr seht schon, gibt jede Menge zu finden hier, wenn man ein bisschen genauer hinguckt. So, du kommst mal kurz her, bitte. Ich muss unbedingt meine Menschlichkeit aufsparen, diese, wie nennen die sich? Menschlichen Menschenbilder oder irgendwas. So, das öffnen wir auf jeden Fall noch. Das ist eine kleine Abkürzung. Also das Level-Design von Dark Souls 2 ist so ein bisschen anders wie bisher in dem anderen Teil. Oh mein Gott. Oh, die Viecher ziehen aber auch ab, ey. Ich glaube, ich stehe gleich nochmal hier zum Feuer. So. Ich gehe gleich zurück, weil ich will meine Estus-Flask-Scherbe jetzt sofort benutzen. Dann haben wir noch einen Trank mehr. Ich denke mal, das Spiel wird auch ein bisschen leichter werden, je mehr Tränke wir haben. Weil diese Lebenssteine, ich meine, die kann ich so kaufen nun. Die gibt es unendlich oft bei der Händlerin jetzt, nachdem wir den Riesen besiegt haben. Wo ich mir eher Sorgen mache in Zukunft bei dem Spiel ist wahrscheinlich die Anzahl der, wie gesagt, der Menschenbilder, diesen Humanity-Dingern in Dark Souls. Weil das ist, glaube ich, soweit ich weiß, die einzige Möglichkeit, um die Lebensenergie wieder dauerhaft zu erhöhen. Das wollte ich überhaupt nicht jetzt. Ich wollte den Estus... Ach, Mann! Ich wollte den Estus-Flask verbessern. Weiß nicht, warum ich jetzt hier aufleveln will. Ja, wie gesagt, die Menschlichkeit brauchen wir, um unsere Energie wiederherzustellen. Und uns natürlich in Menschen zu verwandeln, damit uns andere helfen können, bei Bosskämpfen zum Beispiel. Ja, aber die sind halt begrenzt, habe ich das Gefühl. Also ich glaube nicht, dass man die irgendwo kaufen kann. Also die alte hier mit dem Vogelhaus auf dem Rücken, die hat auf jeden Fall ein paar. Ich glaube, 3 Stück hat die noch bei mir. Aber wenn die weg sind, glaube ich, ich glaube, dann wird es schwer werden. Dann wird es sehr schwer werden. Und wenn wir keine mehr haben und wir haben die ganze Zeit bloß eine halbe Energie, wenn es ganz schlecht kommt. Ich denke mal, das wird richtig schwer dann, so einen Endboss zu besiegen. Erstens alleine und zweitens mit der Hälfte der Energie bloß. Da bin ich mal gespannt, wie sich das in Zukunft auswirken wird dann im weiteren Spielverlauf. Bis jetzt scheine ich noch keine Probleme zu haben. Okay, ich habe ein paar Menschlichkeiten schon verbraucht, sinnlos, bei dem Pursuer. Diesen Assi. Muss auf den dritten Hund mal achten hier. So, zack. Dann kann ich wieder fast ein Level abmachen hier, ey. Das ist krass. So viel Erfahrung hier. So, ihr habt 2 Hundeviecher. Komm her. Oh Mann. So. Du noch, bevor das fette Vieh runterkommt hier. Ein bisschen Ausdauer noch hoch. Wo der runterkommt hier. Ah, der steht hier und dem ist das scheißegal hier. Der steht einfach nur da hier und trifft mich. Ah. Die sind eigentlich ziemlich langsam. Ist eigentlich kein Problem, aber irgendwie, ich weiß nicht. Genau wenn der mich trifft, beim letzten Schlag, wenn ich ihn tot mache, trifft er mich noch. Also ich, naja, ist irgendwie immer so. So, hier ist wieder so ein Trottel. Ja, zäher Feind oder gut, darüber nachdenken. Das ist jetzt die Frage. Ich habe den ersten Idioten, hatte ich schon getötet hier. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ein guter oder ein böser ist. Also auf jeden Fall kann ich weder mit dem quatschen, noch greift er mich an. Also ich kann den hier schön, ja, umlaufen, sage ich jetzt mal. Also das ist dem scheißegal, der sitzt einfach nur da und macht nichts. Hat einen Pfeil, wie es aussieht im Gesicht. Das sieht aus, als wenn er einen Pfeil im Auge hat oder sowas. Oder? Ja, der hat die definitiv Pfeile im Gesicht hier. Also die stecken auch schön drin. Naja. Ich weiß nicht, ob ich den töten soll. Ich habe den mit meinem anderen Charakter hab ich ihn getötet. Er hat einen Speer hinterlassen. Ich glaube, ich lasse ihn mal am Leben. Ist vielleicht sinnvoller. Vielleicht haben die später noch einen Sinn. Ich weiß es nicht. Also bin da echt überfragt. So, hurra für Steuerrad. Okay, das Steuerrad ist jetzt kaputt. So, hier hinten bin ich noch ein Stück rein. Also das ist... Bis hierhin hatte ich gespielt. Hier ist vorne ein Bonfire sogar noch. Das werde ich auf jeden Fall benutzen noch. Und ein paar Items auf jeden Fall. Die hole ich jetzt noch. Ich denke, wir werden dann auch ein bisschen leveln noch, denke ich mal, wenn wir hier zurückkommen. Ich werde dann gleich nochmal zurückgehen, weil 5000 Seelen ist eine Menge. Ist eine Menge wert auf jeden Fall. Ich glaube, hier war noch ein Item. Ja. Ist aber nichts Besonderes. Also ich glaube nicht, dass ich glaube, ich hatte irgendeinen Rapier oder irgendwas hatte ich noch gefunden. Aber das ist jetzt nichts Weltbewegendes, wo ich gesagt hätte, wow, super Items.
ist niemand, beziehungsweise nix. Ist alles zu hier. Ich glaube, irgendein Kerker war noch ein Item hier. Ich glaube, hier. Ja. Lebenssteine sind zwar immer gut, aber wie gesagt, es ist jetzt nichts Weltbewegendes, wo ich sage, extrem gute Items. Aber ich muss sagen, wir finden relativ viele gute Sachen schon am Anfang jetzt. Habe ich das Gefühl. Den Hammer zum Beispiel hier und das Schild, das ist schon mal ziemlich gut und ich habe eine relativ gute Rüstung schon an. Diese Trang Lake Armor, glaube ich, nennen die sich. Ist ziemlich gut. Kann man nicht meckern. Wenn man natürlich die benötigte Stärke hat, beziehungsweise die benötigte Tragkraft, um diese Armor zu tragen, diese Rüstung. Muss ich sagen, ist ganz gut am Anfang. So, wir gehen jetzt mal hier raus. Springen jetzt mal auf diesen Aufzug oben drauf. Finde ich noch später noch ein Item hier in der Wand. So ein Loch. Ja, und dann probieren wir, ich weiß nicht, ob ich nochmal hier diese Glockenturm da, wo die ganzen Trottel stehen nochmal probieren sollte. Aber ich glaube, solange ich noch ein bisschen Energie habe, werde ich wahrscheinlich erstmal versuchen, den normalen Weg zu nehmen hier. Ich glaube, der Glockenturm ist so ein bisschen ein Zusatzgebiet, wenn ich mich nicht irre. Ich bin mir auch nicht sicher, was hier ist. Das sieht aus wie ein Piratenschiff oder sowas, also ich weiß aber nicht. Ich glaube, hier komme ich später nochmal hin, also ich glaube, das lasse ich erstmal hier. Bin mir nicht ganz sicher. Das ist mir ein bisschen ungeheuerlich. Ich glaube, ich mache auch lieber erstmal dieses Burglevel jetzt fertig hier. Stelle jetzt schon wieder was Neues anzufangen hier. Ich glaube, das ist vielleicht ganz sinnvoll. So, also wieder zurück. Wieder hoch zum Level-Up gehen. Das ist wirklich das Blöde halt. Man hier wirklich jedes Mal in das Dorf zurück muss. Jedes Mal zu der Alten anquatschen. Die man hoffentlich nicht tötet aus Versehen. Ja, ich glaube, dann kann man eh nochmal neu anfangen, dann denke ich mal. Also ich glaube nicht, dass die unbesiegbar ist. Ich will es aber auch nicht ausprobieren. Ich will es mir nicht verscherzen mit der. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn man die tötet. Also ich vermute mal, dass es dann das war mit Level-Ups und dass man dann halt sozusagen feststeckt dann in dem Spiel und nochmal neu anfangen kann. Und da habe ich momentan überhaupt keine Lust drauf, dann nochmal neu anzufangen jetzt. Bin zwar noch nicht so weit, aber ich weiß nicht. So. Überlegen, auf was ich jetzt setze, welchen Punkt. Ich glaube, ein Level-Up müsste ich machen können. Ich glaube, auch die Level-Ups sind ziemlich noch ein bisschen preiswerter als in Dark Souls 1. Habe ich das Gefühl. Ich glaube, mit Dark Souls 1 hatte ich immer so mit Level 70 oder 80. Glaube ich, hatte ich dann einen Endgegner besiegt gehabt. Und hier bin ich ja jetzt schon 47. Ich habe gerade mal vor ein paar Stunden angefangen zu spielen. Also, komisch auf jeden Fall. Was nehme ich jetzt? Nehme ich noch ein bisschen Stärke, Kondition vielleicht. Ich meine, das wirkt sich alles kaum aus hier. Also, vielleicht sollte ich auf Vitalität gehen. Wirklich für den Fall der Fälle, dass meine Humanity dann irgendwann mal aus ist. Meine Menschlichkeit, oder wie sich das hier nennt. Ich glaube, menschliches Bild oder so. Ja. Ich sollte, denke ich mal, wirklich versuchen, so viel Lebensenergie wie möglich auch zu haben hier. So, jetzt muss man kurz überlegen. Ich glaube, jetzt hatte ich soweit alles gefunden, glaube ich. So, also gehen wir wieder zurück an die Stelle, an der ich eigentlich hin wollte vorhin. Ich weiß nicht, ob ich meinen Hammer noch ein bisschen verbessern könnte. Die Seelen habe ich auf jeden Fall. Ich jetzt wieder sterbe. Ich glaube, ich versuche jetzt auf jeden Fall mal diese eine Boss-Tür, die ich letztens schon gefunden hatte, noch zu betreten. Mal gucken. Keine Ahnung, was das für ein Boss ist hier. Bestimmt irgendein, weiß nicht, was das für ein Boss sein könnte. Vielleicht ein Ritter nochmal oder sowas. Absolut keine Ahnung. Drache vielleicht. Ich hoffe jedenfalls, dass es ein leichterer Boss wird wie der letzte hier mit diesen drei Trotteln da. Das war, mit Bekleidung war das relativ einfach, aber so, du kriegst nur eins auf die Fresse, so. Mit Bekleidung ging der letzte Boss eigentlich, die drei Wachen da oder was das waren. Aber wie gesagt, mach das nicht alleine. Also das wird schwer dann auf jeden Fall. So, hier war glaube ich noch irgendein Trottel um die Ecke. Genau, du, zack. Gott sei Dank gehen die beim ersten Schlag tot hier. Also das ist
schon mal gut. Die ziehen richtig böse ab hier, habe ich festgestellt. Hier, der eine steht direkt um die Ecke hier, da kommt schon. So. Tag Nummer 1. Oh Gott. Ah, fuck hier, ey. Das sind ja wirklich Assi-Viecher, ey. So. Heilen. Oh Gott. Nein, nein! Oh Gott. Ja. Man kann ausweichen, habe ich jetzt zweimal festgestellt. Oh, der lebt noch. Oh, scheiße. Ich dachte, der wäre tot. Oh, nicht, dass ich hier versteinere oder so. Oh Gott, oh Gott. Ach, das sind nervige Viecher hier, ey. Naja. Ich glaube eh nicht, dass ich die Estus-Dinger jetzt im Endkampf einsetzen werde, bei dem Endbossen hier. Von daher ist das nicht so schlimm jetzt. Ich weiß, dass hier oben einer irgendwo ist. Ah, da hinten kam er. Boah, das trifft mich trotzdem. Penner. Ja, lieber zweimal hinhauen hier. Oh Mann, ey. Hier kommt gleich welche raus. Ja. Das ist wirklich eigentlich immer dasselbe hier bei Dark Souls. Oh, du kriegst eins drauf. So, kommt bestimmt gleich noch ein zweiter. Zumindest kam letztens noch ein zweiter hier. Nee? Oh, da ist er. Ich glaube, irgendwo ist noch ein Bogenschütze hier, wie es klingt. So, Abfahrt. Sehr schön. Sag mal. Klingt das, wenn hier ein Bogenschütze wäre oder sowas? Naja, wie auch immer. Hier noch kaputt machen. Ich glaube, da oben bringt es jetzt erstmal nichts hinzulaufen. Oh doch, ich muss da hoch. Aber ich glaube, ganz hoch bringt nichts, da wo das Bonfire war. Ja, ich glaube, die beiden Trottel noch kann ich hier. Oh, mal hier bekämpfen. So, zack. Und der andere bestimmt angeschissen, ne? Aber jetzt. Zack, weg. Wäre schön, wenn die mal was fallen lassen würden, aber die lassen nichts fallen hier. Also. So, da oben waren die ganzen Typen, da müssen wir nicht hin. Ich denke mal, dass hier vielleicht irgendwas, ein Endgegner kommt, der vielleicht versteinert oder so. Vermute ich mal. Ich glaube, hier um die Ecke war noch irgendwas. Ah, dieses Assi-Vieh. So, komm mal mit hier. So, und jetzt geht's aufs Maul. So, sehr schön. So, Lebenssteine, das ist echt gut. 8 Lebenssteine, wie viel habe ich? 20 insgesamt. Ja, da vorne ist ein Endboss wahrscheinlich, vermute ich mal ganz stark. Irgendwo hatte ich doch hier gerade eine Nachricht gelesen mit Endboss oder sowas. Dachte ich irgendwo, naja. So, rennen wir mal ein Stück hier. Schießen mich nämlich hier. Oh. Das hat sich in Dark Souls natürlich nicht geändert hier, dass die... Gott, schießen die? Können die treffen hier oben? Nee. Ich bin mir nicht sicher. Soll ich reingehen und sterben? Mit 4000 Seelen? Ich sterbe einfach jetzt. Was soll's? Okay. Ist gar kein Endboss hier. Ich dachte, es wäre ein Endboss. Naja. Oh Gott, was war denn das gerade? Oh Gott. Hinter mir. Oh. Ah! Einer hat Selbstmord begangen, der andere kam runter hier. Nicht schlecht. Guter Versuch auf jeden Fall. So. Können wir denn hier überhaupt was machen jetzt? Geht's doch. Oh, hier kommt der nächste schon. Unglaublich. Oh, du kriegst aufs Maul. Oh, Abfahrt. Sehr schön. So, kommen jetzt hier noch mehr oder? Hier sind einige noch oben, wie es klingt. Da hinten geht's noch weiter. Hm. Mich wundert, dass hier kein Endgegner kommt. Also. Gut, ich hab zwar schon einen, aber. Gott. Naja. Mal hier hintergehen. Also das ist jetzt völlig unbekanntes Gebiet. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich hin muss hier. Ja, unten ist noch so ein blöder Dingstyp. Kriegst jetzt aufs Maul. So, Abfahrt. Ah, ich glaube, das waren die Bogenschützen. Gott, das ist gefährlich. Ja. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal in den einen Typen herkommen lassen, weil ich habe keinen Bock, hier irgendwie runterzufallen jetzt. Ich dachte eigentlich, der andere Typ kommt jetzt, aber... Na, mal. Ah, jetzt kommt er. Ah, jetzt trifft er mich natürlich, der Assi, ey.